Yo, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Online. Ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum kommt das ein Sonntag? Ich habe einfach gestern gedacht, dass es Freitag wäre. Das heißt, wir hatten zweimal den Uploadplan von Freitag und heute kommt dann der Uploadplan von Samstag und Sonntag. Das heißt, heute kommt noch eine Folge Happy Wheels, aber sie wird wohl, ja, keine Ahnung, wann das hier erscheinen wird. Wahrscheinlich so 7, 8 Uhr und Happy Wheels wird dann auch so ein paar, eine Stunde oder zwei Stunden später kommen. Ja, sorry, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, dass halt dann Mario Kart 8 Online einen Tag später kommt. Okay. Ja, Infos habe ich ein paar. Ja. Mario Kart DS neigt sich dem Ende zu. 3D Worlds. Ich weiß ja, wie viele Parts es haben wird, weil ich es fertig habe. Also, ich muss nur noch den letzten Part schneiden. Aber, ja. 3D World wird so das nächste Projekt sein, was zu Ende gehen wird. Und dann startet Smash. Und Five Nights at Freddy's, ein Horrorspiel. Ja. Ein Horror-Let's Play auf meinem Kanal wird es dann auch geben. Habe ich vor Ewigkeiten aufgenommen, aber nie veröffentlicht. Und es wird mal langsam Zeit, das zu veröffentlichen. Und es wird dann auch bald kommen. Also, es wird super. Ich bin hier gerade Erster und wenn ich schon davon labere, kommt sofort der Stachi, natürlich. Junge, hör auf. Okay. Vor einer Woche oder zwei, ich weiß es nicht mehr, vielleicht auch vor zwei Wochen, habe ich das Best-of veröffentlicht, von dem ich mal gelabert habe. Best-of Let's Play Matrix, Super Mario 3D World, Hashtag 1, denn es wird noch mehrere Best-ofs von dem Let's Play geben, weil es ja noch nicht vorbei ist. Vielleicht gibt es noch, noch zwei, noch ein, noch drei, ich weiß es nicht. Müsste Let's Play Matrix fragen, wie lange er dafür braucht. Auf jeden Fall, wenn die nächsten Parts rauskommen, werde ich anfangen, auch da ein Best-of zu schneiden, also da wird es auch weitergehen und vielleicht noch von irgendeiner anderen Person Best-of machen. Mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall noch von anderen Leuten Best-ofs machen, das ist ganz klar. Da werdet ihr dann auch sehen. Also ich habe schon eine Person so im Kopf. Keine Ahnung, wie ich das auch dann mache. Muss ich mir noch ein Projekt raussuchen. Ihr werdet schon sehen, es werden auf jeden Fall noch Best-ofs kommen. Und ja, so, jetzt nochmal zu einer kleinen Infos zu Let's Shows. Wir haben es vor einer, auch so vor ein, zwei Wochen, Let's Show Gabys Mod gemacht. Und ich habe es auch wieder zur Playlist Sonstiges hinzugefügt. Sollte ein weiteres Let's Show kommen, mache ich das so. Ich werde alle Let's Shows aus der Playlist Sonstiges entfernen, einfach eine Playlist Let's Show machen. So wie Demos halt. So, es gibt's ja auch Let's Play Demo. Und ja, damit es da irgendwie nicht auseinanderkommt, da irgendwie Missverständnisse. Nur Deutsche und Amis, lol. ja. Dann werde ich das so machen. Ich weiß auch schon, ich glaube, ich weiß, was das nächste Let's Show wird. Wird bald kommen, keine Ahnung, wann es kommt, aber relativ bald. Und ja. Ach du Scheiße, diese Kurve habe ich ja total verkackt. Nein. Ich bin Letzter, oder? Ja. Ich bin Letzter. Ja, klar. Deine Mutter, ey. In ein paar Wochen ist auch die Gamescom. Ich werde da auf jeden Fall hingehen. Werde da vielleicht, ich werde da auch mit höchster Wahrscheinlichkeit Let's Play Matrix treffen. Und es wird auch bestimmt ein Video zu geben. Ich überleg's mir noch. Shit! Ob ich da noch ein Video mache und dann irgendwas da zusammen cutte ist. Ich fahre hier gerade so eine Scheiße, ne? Aber ich bin nicht Letzter, weil der da hinten einfach stehen bleibt. Oder ist ein Verbindungsfehler. Ich glaub, nee, jetzt fährt er los. Oh, lol. Und ja, auf, ich freue mich sowas von auf den Mario Maker, den da anzuzocken. Das wird super. Eigene Level machen. Das wird super, Leute. Und dann werde ich auch das Geheimnis lüften, ob es sowas wie Custom-Musik geben wird, aber ich glaube eher nicht. Ich hoffe, einige Soundtracks kann man sich dann auch irgendwie herunterladen oder so. Weil das wäre echt cool, wenn man das machen könnte. Im Mario Maker.
Vielleicht wird es auch hinterher als DLC oder so nachgereicht. Irgendwie Custom-Hintergründe, Custom-Musik. Keine Ahnung, aber davon wurde ja nichts gezeigt oder so. Also, man könnte am Mario Maker noch etwas schrauben, damit er so richtig, richtig super wird. Aber ich finde schon so super. ja. Den werde ich da auf jeden Fall anzocken. Ich war auch letztes Jahr bei der Gamescom, war auch ziemlich cool. Och du Scheiße, Junge. Okay. Gut. Und ja. Mal gucken, wie das auf der Gamescom dieses Jahr wird. Ich werde auf jeden Fall da. Junge, treff den doch. So. Okay. Weg mit dir. So. Okay. Das ist doch jetzt ein Witz, dass er mich überholt, oder? Nö. Anscheinend nicht. Ah, was zum Teufel, ey. Joa. Letztes Wochenende kam kein Mario Kart 8, nochmal so zur Info, weil ich da weg war. Und ich werde am 18. auch, ich sag's jetzt schon mal. Ich werde vom 18. bis zum, Moment mal, bis zum 27. oder so keine Videos hochladen, weil ich da weg bin. Und, ja, also vom 18. bis zum 27., vielleicht bis zum 28., ich weiß es nicht. Werden keine Videos kommen, dass er am 28. eins kommt. Kann ich nicht versprechen. Ich weiß es nicht. Weil er kommt zurück. Oder? Ja, doch, am 28. komme ich zurück. Ey, jetzt sind ja hier. Jetzt sind wir nur noch zu viert. Was ist denn hier los? Tja, am Anfang war die Gruppe relativ voll hier. Und jetzt bin ich hier der Einzige mit drei Amis. Nee, Spaß. Ja. Also, die nun diese Tage. Da wird nichts kommen. Ich werde auch nicht meinen Laptop irgendwie mitnehmen oder so und da Videos hochladen. Mach ich nicht. Nee. Da will ich chillen. Da finde ich irgendwie mal ausruhen. Und ja. Es kommen ja auch, mir werden nicht mehr so viele Custom-Level-Codes geschickt, um genau zu sein, gar keine. Das heißt, es kommt wieder Isaac. Habe ich auch gesagt, dass es dann kommen wird. Und ja. Zu Isaac, die 50. Folge Isaac, da wird es ein Special geben. Ich habe es schon in meinem Crazy-Video gesagt, der verrückteste Isaac Run ever. Da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut in Isaac. Könnt ihr euch mal gerne angucken. Das ist das letzte Video gewesen. Nehme ich jetzt noch erwischen. Okay. Ah, verdammt. Ja, super. Ja, klar. Ja, genau. Ninja Gang. Oh. Ich habe, als ich dieses Ninja gelesen habe, dachte ich, da steht jetzt Ninja Gaiden. Aber zum Glück nicht. Ich hasse das Spiel nämlich. Oh, es ist furchtbar. So, ja, klar. Okay. Ja, viel mehr Infos gibt es eigentlich nicht. Über Projekte oder so. Hm, nö. So. Okay. Es gibt ein neues Rag-Game, und zwar Rag Your Neighbor. Und ich glaube, das werde ich im Let's Play lustige Flash-Games auch mal austesten. Und, ja. Und, das mit dem Custom-Level hat ja so angefangen, dass ich im Let's Play Mario Flash-Games, das Spiel, Super Mario Flash, entdeckt habe. Und mir das nicht so gefallen hat, aber halt der Editor. Und dann wurde ich ja irgendwann noch auf Flash 2 hingewiesen. Aber davon habe ich nie das die Story, sage ich mal, das richtige Game nie gespielt. Das heißt, es wird nur mal ein Mario Flash Game Part. Oh, ich bin Erster. Mario Flash Games Part geben. Irgendwann, also relativ bald. Vielleicht sogar heute, wer weiß. Keine Ahnung, wann ich es aufnehmen werde. Und dann werde ich da dieses Spiel zocken, wenn ich auf weitere gute Mario Flash Games stoße, weil ich habe ja auch ein paar schlechte entdeckt. Die ganz guten, also die relativ gut sind, die habe ich halt alle schon gespielt, ne? Ne, weißt du was? Zu zweit mache ich das nicht.
Lol. Zeig her, Junge. Oh mein Gott, ich habe ihn endlich freigeschaltet und das im Let's Play. Goldgleiter, endlich. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen mit dem MK8 Let's Play, mit dem Offline Let's Play irgendwann... Was ist denn da los, ey? Hört ihr das? Da draußen schreit irgendjemand rum. Das heißt, kann ich jetzt mit dem Mario Kart 8 Offline Let's Play loslegen, weil ich möchte da ja auch jedes Kartteil zeigen. Und ich habe das letzte endlich frei... Ne, komm, wir spielen jetzt mal mit jemand anderen hier. Endlich freigeschaltet. Rosalina, ich spiele hier auch immer in 3D Worlds. Ja. Und natürlich mit dem Goldgleiter. Super! Da gehe ich raus, weil ich nur einen hatte. Und jetzt ist hier gar kein... Ah, doch. Ah, jetzt kommen sie. Okay. Es sind aber auch nicht besonders viele heute on. Ist es wie viel Uhr? Lol, warum gehen die denn... Das ist mir jetzt egal. Internet-Fail. Ich habe irgendwie... Ich hatte nie Probleme mit dem Internet. Was ist denn jetzt auf einmal los? Ich suche nach Spielern. Nee, sei still. Es ist wieder nur einer. Das ist doch Beschiss, ey. Ja. Weil ich möchte ja auch im Mario Kart 8 Let's Play jedes Kartteil zeigen und jeden Charakter. Kann es mal losgehen, Junge? Ja, du musst mal auswählen, genau. Wähl jetzt eine Strecke aus, wähl jetzt eine Strecke aus. Schon wieder? Es wäre lame. Bitte nicht. Ah, Junge. Wie viele Punkte hat er? Okay, mehr als nicht. Das heißt, ich kann da abräumen. Ich kann aber auch verlieren. Geht's doch mal los. Irgendwas ist mit dem Internet los, Alter. Irgendwas. Oh, ich habe endlich einen Goldgleiter. Ich habe zum Beispiel jetzt auch im Mario Kart DS, zeige ich ja auch alles, jeden Charakter mit seinem Fahrzeug. Jeder hat ja drei Fahrzeuge. Deshalb geht das Let's Play auch so lange. Aber vorgestern kam der 33. Part online und es wird 40 Parts geben. Und ja. Ja, die Anzahl von 3D World von den Parts sage ich jetzt noch nicht. Mache ich dann irgendwann anders. Oder vielleicht auch gar nicht. Ja, ich habe mir auch letztens im eShop NES Remix gegönnt, weil ich noch 13 Euro drauf hatte und ich dachte mir, ja, was machst du damit? Und dachte ich, oh, NES Remix, kann ich mir mal holen. Das heißt, okay, da ist irgendwann, da sind die Dinger zusammengekracht, ne? Und das wird dann auch irgendwann mal als Let's Play kommen, also NES Remix, ein weiteres Wii U Spiel, was ich Let's Playen könnte. Was macht er denn da? Ach so, du hast einen roten, will er mich provozieren oder was? Ich habe eine Hupe, du Opfer. Was hat er denn da gemacht? Was? Warum ist er denn jetzt hier? Guck mal auf der Karte. Lol. Phantom Yoshi. Was ist denn hier los? Sky Sneevy, Alter. Stirb. Nein. Okay. So. Autsch. Das gibt's doch nicht. Jetzt holt er, hat er mich auch noch eingeholt. Jetzt wird er bestimmt noch erster hier, ne? Warte, ich versuche jetzt die Abkürzung zu nehmen. Das kann mich nämlich noch retten. Nein, kann es nicht. Minus 3, verarsch mich. Ja, wenn auch nur, wenn kein Mensch online ist, wie will ich denn auch zocken? Komm, jetzt das letzte Rennen. Mal langsam wird's lame.
Langsam wird's echt lame. Oh, jetzt kommen welche. Super. Jetzt sind hier wenigstens ein paar drin. Oh, das sieht schon besser aus. Chuck Norris? Ja. Hab ich sofort erkannt. Ah, ja, Chuck. Partystraße. Endlich mal eine vernünftige Strecke und nicht zweimal die gleiche, so eine lame Strecke, die überhaupt nicht Spaß macht mit irgendeinem komischen Typen, der Sky Sea wie heißt und 7200 Punkte hat, nicht der -3 verloren hat, weil das wäre überhaupt nicht witzig. So, und noch zum Mario Maker. Ich habe ja immer so drei Hauptprojekte in der Woche. Jetzt sind es ja zum Beispiel Mario Kart DS, Super Mario 3D World und Mario & Luigi Superstar Saga. Sollte Mario Maker rauskommen, ich werde es direkt am ersten Tag hochladen, weil es ist halt bei jedem was anderes. Das ist nicht irgendwie so, einer kann vorher mehr zeigen, jeder macht ja seine eigenen Level, es ist immer was anderes. Deshalb werde ich es auch am ersten Tag Level von anderen zocken, Level von euch zocken, wenn ihr mir da schon welche gebaut habt. Aber ich glaube, im ersten Part werde ich erstmal zeigen, was man im Mario Maker alles so machen kann. Und ja. Und sonst werde ich es immer rausschneiden, wenn ich ein Level baue. Den ganzen Vorgang werde ich eigentlich dann außer am ersten Part immer rausschneiden. Das weiß ich schon. Damit ich halt mehr von meinen eigenen Level zeigen kann. Oder ich werde sie vor dem Part bauen und dann alle so zeigen, hintereinander spielen und dann noch Level von euch spielen. Von unbekannten Menschen. Keine Ahnung. Von irgendjemand anderen, den man kennt. Was weiß ich. So. Oh Gott. Okay, Junge, hör auf. Ach ja, letztens gab es ja nochmal zwei Parts von eure Custom Level in Happy Wheels. Das gibt es nämlich auch noch. Ihr könnt mir auch Custom Level in Happy Wheels bauen. Die finde ich dann unter dem Namen LP Rec. First TV hat mir zwei gebaut und ja. Wenn das kommt, dann kommt auch kein Isaac. Nur so als Info. Außer ich schaffe es noch, Isaac hochzuladen, was so gut wie nie der Fall ist. Und ja, oder wie ich schon mal gesagt habe, so als Info. Yes, geil! Aber der hat auch noch ein Kugelvideo, das heißt, das ist dieses Arschloch. Den Kugelvideo hatte. Boah, richtig gut vorbeigedriftet. Werden Stern, es ist dieser blöde Yoshi, ey. Ich hasse den. Ja, wie lange hat er denn den Stern? Das ist ein Cheater, oder was? Alter. Junge, hör auf, Mann, Rosalina, zweiter, oder? Komm schon. Ja, ich hab ihn überholt. Oh, draußen geht's gerade richtig los mit dem Unwetter, du. Er hat mich doch noch überholt, scheiße. Egal, ich bin Dritter. Okay, nicht Vierter, weil ich dachte, jetzt bleibe ich in der Kanzel hängen. Dann überholen mich zwei, was sie auch dann hinterher im Ziel getan haben. Aber Leute, ich würde sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.